Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt namens Ravenloft 2. Gibt es auf Steam zu kaufen für, ich glaube, 3,99 €. Und ich habe das erste Spiel schon angespielt, was ja sehr cool aussah. Und es gibt jetzt einen zweiten Teil davon. Könnt ihr gerne mal das Intro angucken, weil ich das nämlich geskippt habe, um in die Einstellung zu kommen. Es ist ein paar Jahre seit dem Defeat von Ravenloft. Ich habe fast vergessen, über all das. Habe ich nicht mehr gemacht. I received a strange letter from my grandfather. He wrote that he wanted to see me urgently. He explained that the reason for the meeting was a crystal that he had taken with him from the world of Ravenloft. While examining it, he had come to the conclusion that it was a compass showing a path to the dimension in which Ravenloft had been created. I decided to go straight to my grandfather. There I could finally see with my own eyes that indeed it wasn't an ordinary crystal. It glows in the moonlight and changes intensity when rotated. This is consistent with a note my grandfather found many years ago. It says, only the light of the crystal can lead to the place where Ravenloft was created. We decided to find that place and followed the light of the crystal. We arrived at the ruins where we found another crystal that was exactly the same. When we approached the crystal, it began to shine brightly. We decided to connect the two crystals. Immediately after that, a huge amount of energy was released. That's all I remember. Aufgefressen hat ihn die Energie. Okay, es gibt 60 Erfolge. Oh, jetzt mal nicht spoilern, was es hier so gibt. Also der erste Teil war schon ganz cool. Oh, jetzt sitzt. Okay. Charles, kennt sich im magischen Team wie sonst kein anderer aus und Großvater ist ein Experte in Sachen Eismagie. Projektil fallen vom Höfling ausgewählten Bereich herab, ein das kleine Projektil abfeuert. Wenn du einen Gegner triffst, hast du die Chance, ein weiteres Projektil abzufeuern. Schneestürmer scheint Eisbrocken fallen auf deine Gegner. So, beides interessant. Der Herr der Ringe, nee, Herr der Pilze. Kaufe Dekoration den Ruinen, um diesen Charakter freizuschalten. Sammle Zombie-Reste im Friedhof, um diesen Charakter freizuschalten. Töte Monster. Sobald das Spiel beendet hast. Verfügt du als einziger Charakter über eine göttliche Kraft. Kein Toter aufmachen, das ist Giftstoff und schädliche Golfwagen. Er hält von giftigen Pilzen oder schützt ihn beim Angriff. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal Charts. Normal für eingestellter Modus. Horde, maximal Anzahl Monster. Du hättest 20 Gedrungen Kristalle, wenn du Endboss besiegst. Und Hölle. Erhöhte Anzahl Monster mit 14 Trefferpunkten. Du hättest noch mehr dunkle Kristalle, wenn du den Endboss besiegst. Wir lassen mal normal. Und werden uns erstmal anschauen, was es hier so gibt. Also sieht von der Grafik her schon mal deutlich besser aus als der erste Teil, muss man mal dazu sagen. Ist aber ähnlich wieder aufgebaut. Das ist ein Roguelike-Game, ne? Das? Achso. Ach, guck mal, wir können das verbessern. Am Anfang des Spiels erscheint so viel der Gegenstand auf dem Podest. Hier kannst du Schlüssel kaufen. Ja, da gibt es also auch Skills, die man halt übergreifend nutzt oder kaufen kann. Und dann müssen wir erstmal rumlaufen. Ich will das mitnehmen. Okay. Okay, der ist ähnlich wie der Großvater, war mit seinem Stuff, den er rumschießen kann. Alter, was sind sie so schnell? Was haben wir da? Ich muss da irgendwie was aufnehmen können. Da bin ich zu dumm zum Aufnehmen, hm? Ich bin auch, hab schlimm. Leben verloren, etwas Rüstung erhalten. Ah, okay. Jetzt hat er, das war Mana gewesen, alles klar. Das ist unser rechter Skill, den wir nutzen können, der hier. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Erstmal wieder Cooldown. Oh, scheiße, war alles schön kaputt, Mann. Brauchst du Waffen? Ich hätte vielleicht was auch noch nicht umsonst, na, was sonst? Energische, magische Klingenstab, okay. Naja, habe ich eh kein Geld erstmal dafür. Kein Plan, was das war. Ach, das ist unser Mana, verstehe. Okay, was haben wir da? Geht's auf jeden Fall zum Boss gehen. Wir haben nämlich eine Map irgendwo, da haben wir eine Map. Uns bei M. Kann ich ja laufen? Okay, wunderbar. Ich kann laufen, während ich das mache. Alles klar. Da ist noch was Unbekanntes. Was ist da Unbekanntes? Ach, ein Podest. Okay, das haben wir schon mitgenommen.
Aber dieses Roguelite hat mir halt nicht so zugesagt, ne? Ich bin halt nicht so ein Freund, ich würde ganz gerne meinen Charakter behalten und so weiter. Aber leider, der hat einen Umhang, ja. Da leider muss man halt im Prinzip immer wieder von vorne anfangen, sollte man sterben. Ja, mein Mana ist noch bei 11. Okay, close. Habe ich kein Level bekommen? Ja, ne, ich glaube, das Lila unten links ist ein, unser Level. Unsere Erfahrung. Kann ich aber nicht sehen, hm? Drüben, mein Limpus 5? Okay. Sonst habe ich noch keine Items gefunden. Dann gehen wir zum Bossgegner. Let's go. Normalerweise haben wir einen Bossgegner da vorne. Okay, dann nicht. Doch, der Kopflose. Der kopflose Nick. Man muss halt dodgen, ne? Viel dodgen und so weiter. Mal alles nutzen, was man hat. Man kriegt regelmäßig Mana dazu. Wo ist er? Warum ist er? Und um sie das Leben. Jetzt habe ich gerade woanders aufgeschaut. Na komm, ich kann noch eins nutzen. Eins und zwei. Ja, klar, die Zauber. Die wahrscheinlich, weiß ich, kosten die Mana? Nee. Kosten tatsächlich kein Mana. Das ist auf jeden Fall schon besser als der Vorgänger, weil solche Zauber hatte man, glaube ich, im Vorgänger nicht gehabt, ne? Sehr angenehm ist so ein Zauber. Boah. Bam! Der kopflose Endboss erledigt. Einen Schlüssel bekommen. Oh, einen neuen Stab. Frage ist jetzt, welcher ist besser, ne? Okay, wir haben Level. Statistiken, Level. Statistik 3, okay. Puh, Schaden über Zeit. Kann ich einen Giftschaden machen oder was? Schnelligkeit, noch ein bisschen Leben dazu. Mana, ein bisschen Mana-Rack. Talente haben wir halt auch, können wir eins nutzen. Explodieren fügen dir keinen Schaden zu. Erhöht Schaden gegen Feinde eine kurze Reichweite. Erhöht Schaden gegen Feinde eine größere Entfernung. Wenn Schaden erhältst, verlierst du Mana statt Leben. Das ist doof. Erfolgreich einfach Mana regenerieren, das ist nicht verkehrt. Wenn du nachdem du ein Monster getötet hast, keine Schüsse, aber wahrscheinlich die Gegner angreift. Auch nicht verkehrt. Mich würde tatsächlich das hier reizen, wahrscheinlich. Nee, das hier. Mit der Mana-Regeneration. Es gibt da super viele Talente, ne? Jetzt die Frage, welcher Zauber. Achso, guck mal, das ist der Zauber. Okay, die Projektile, das sind einfach. Okay, das ist tatsächlich nur. Ja, die fliegen dann von der Wand ab. Ich weiß auch nicht, was für unterschiedliche Stats das hat. Scheinbar gar keine anderen, ha? Huh? Okay. Dann lass mal erstmal den Zauber nehmen wir mit. Hm, fliegen halt von der Wand wieder ab. Okay, na gut. Kann ich aber nicht mitnehmen, das andere. Der anderen Stab. Jetzt bin ich halt hier und könnte theoretisch jetzt Geld investieren. Oder Kristalle, okay. Um meine Base zu verbessern. Oh, hier sieht ja ziemlich scheiße aus, wie ihr seht. Jetzt bin ich in einem anderen Areal. Mhm. Samurai, Alter, holy shit. Er schießt scheinbar auch, ja. Das ist Gold. Eine Rose, sehr schön. Die macht Leben plus 8, Nahkampfschaden plus 10%.
Leben plus 100. Eine Zombie-Reste, okay. Noch mehr Zombie-Reste. Immer viele Zombie-Reste. Mit Dix. Okay. Ach, schön, dass man hier so rüber gucken kann, ne? Bam! Mhm. Ach, okay, Zombie-Reste sind in den Dings drin, in den Gräbern. Alles klärchen. Aber theoretisch gleich ein Boss gehen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man halt durch die Map abcheckt. Aber, ach, egal. Auf zum nächsten Boss gehen. Wir kriegen natürlich Erfahrung, ne, wenn wir die Gegner killen. Aber wir haben sonst nämlich nichts. Was ist das da unten? Fähigkeitstrank. Ach komm, jetzt kann man draufklicken. Ah, okay. Hm, alles klar. Breit von Wänden ab, alles klar. Sonst müssen wir gegen einen Zombie-Boss kämpfen. Skelettmagier. Hier, nimm das da. Ich hätte eine Flammenwand, alles klar. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, ein bisschen Mana, okay. Weil die von den Wänden abprallen, ist ja super. Kann ich trotzdem immer irgendwie treffen, ne? Aua. Hat mich leider getroffen. Aber hat natürlich keine Chance gegen uns exzellenten Magier, ne? Ist ja logisch. Aua, ich bin Feuer reingelaufen. Die neigt ihm einfach mit dem Maler, der Sack. Stirb, mein Freund! So, etwas Gold, die Kristalle natürlich, sehr logisch. Und wir haben einen neuen Stab erhalten, und zwar... Ach, das ist der... Ach, guck mal, das ist noch ein normaler Attack. Ah, okay. 1,20, Mana pro Treffer 1,4. Nachdem du keinen Bereich auf dem Boden empfangen zu brennen. Okay. Ja, klingt auch interessant. Let's go. Sehr schön, auf zum nächsten Bossgegner. Da unten liegt noch was. Ach, ist ja auch nur Mana. Alles Mana, Mana, Mana. Werde ich wieder komplett refreshed, wenn ich hier nachkomme, oder? Nee. Okay. Aber brauchst du schon wirklich? Ich muss viel farmen, ne? Kann ich irgendwas für Gold kaufen? Nö. Was kann ich mit dem Gold machen? Ich bin der Meinung, gab es doch mal einen Laden, womit man eigentlich Gold kann. Ah ja, stimmt, der Händler, logisch. Und zwar noch Pilze. Die machen scheinbar Schaden, diese Wolken. Ich habe ein Gehirn erhalten. Ah ja. Als ich vorher noch keins hatte. Ist irgendwie unfair, oder? Bisschen gemein von euch, das sozusagen. Ich kann leider mein Talent gerade nicht nutzen. Ich glaube, es ist kein Pause-Menü hier, ne? Ah, doch, ist ein Pause-Menü, nice. Noch ein Talent, weil ich den Boss besiegt habe, wahrscheinlich, ja? Die Macht eines magischen Buchs wiederherzustellen, dass die magische Behäuse verbrochen sind. Verbrauchbarer Gegenstand, der unzerstörbar ist. Mhm. Jeder Gegenstand im Rucksack erhöht den Schaden, den du Gegner zufügst, um 1%. Aha, du benutzt. Okay, und der Rest hat man ja schon gelesen gehabt.
Das mit dem Blitz finde ich nicht verkehrt. Oder halt Standardangriff. Weniger Cooldown, ne? Ich kann doch die Mana finden, jetzt mehrere Projektile. Ja, moin. Ja, hier kann ich das Geld nutzen. Feuerfaust. Eine Explosive ohne. Mhm. Dreifachbogen, Totenkopfstange. Ja, sieht jetzt alles nicht so überragend aus. Alles nicht so überragend. Auch zum Bossgegner. Geh mal lieber da hin, ist viel lustiger. Als die komischen Pilze hier. Gold, Gold, Gold. Was ist das hier oben? 11. Wie viele. Ah, war ja klarer gewesen von mir, ne? Einfach panic-like. Ist das der Gegner? Komm schon. 9. Ich glaube, das sind die Gegner, die noch übrig sind, ne? Ach, das ist gar kein Gegner, das ist einfach nur ein Explosionsfass. Das ist ja doof, ich habe noch 11 Leben, ne? Haben wir noch Statistiken? Kann ich. Lebensregeneration gibt es hier leider nicht, schade. Ach, schade, ich gebe das Leben nicht dazu. Ja, schade. Wham! Pilze! Etwas Gold. Das bringt mir nicht viel. Und da ist eine Wolke, die mich halt killen will. Auch Leben. Das sind tatsächlich die Gegner, die noch übrig sind auf der Map. Waldrüstung, reduzierende Mana-Kasse, Mana plus 5, okay. Trotzdem brauche ich ein bisschen Leben, denn so will ich gegen den Bossgegner nicht kämpfen. Das wird nicht allzu viel bringen. Aber hier mit euren hässlichen, weißen, komischen Wolken. Was ist denn los mit euch? Und auch ziemlich viele Gegner am Start. Die mir gerne mal ein bisschen Leben zurückgeben könnten, aber scheinbar wollt ihr nicht, ja? Kein Bock auf Leben wiedergeben? Wäre unhöflich von euch. Ah, da ich da reingelaufen bin, war irgendwie auch unlucky gewesen, aber gut, mit 11 Leben. Spielt es auch viel interessanter. Kein Mana haben, gib mir Leben, Alter. Ich nehme gerne ein bisschen Leben. Wir haben noch. Okay, nur Gegner sind wir auf dem Feld. Das ist natürlich doof, ne? Das Leben. Das ist aber nicht so viel, ne? Ach, guck mal, das ist alles Leben. Okay, Leben plus 100, easy. Das ist bestimmt auch, ne? Aber eine Rüstung. Legierte Rüstung, Leben, Rüstungsschaden, Projektil, Mana-Leben, Reduzierung der Mana-Kosten. Die Waldrüstung für mich besser. Die würde ich ganz gerne auch verkaufen, aber leider geht's nicht mehr. Verkaufen ist ja wohl nicht in dem Spiel. Okay, dann gehen wir zum Bossgegner. Hier ist, da ist also Stuff drunter. Verstehe. Ja, im Vergleich zum ersten Part deutlich, deutlich angenehmer, wie ich finde. Er sagt, dieses Roguelike-Element hat nicht so. Nee, schimmeliger Golem. Okay, der haut mir ja Pilze in die Fresse. Die hat explodieren wahrscheinlich, ja. Ja, ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, super schwer. Der macht scheinbar auch nur Schaden, nicht wenn ich sie berühre, sondern tatsächlich erst, wenn sie. Wenn sie explodieren.
Kein Mana mehr. Da muss ich sagen, gefällt mir. Also das zweite Teil haben so vieles besser gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Aber wenn ich den ersten Teil denke, denke ich mir so, okay, nicht so schön. Ich finde ihn noch grafisch viel schöner, den zweiten Teil. Deutlich besser, wie ich finde. Auch so die Bosse finde ich irgendwie cooler. Habe ich ein Leben verloren, also ich habe auch mit den 11 Leben. Oder ich habe, nee. Ja, mit den 11 Leben wahrscheinlich gewonnen. Wahrscheinlich, wenn er mich erwischt, bin ich dann down, ne? Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Stab zu switchen. Drachenkopf. Ah, lol. Okay. Das hat was, muss ich sagen. Das gefällt mir. 50. Angriffsgeschichte. Heiliger Hammer. Okay, die gehen zum Gegner, aber kommen dann wieder zurück. Okay, kosten aber auch deutlich mehr Mana scheinbar. Oh, eine Kiste. Ein giftiger Glibber. Ich habe zwei neue Waffen. Kannst Finger auf eine Gegner angreifen? Okay. Oha, mashallah. Aber ich finde den irgendwie angenehm. Und der da? Den habe ich gerade gehabt, ne? Ja. Der war nicht besser. Ich glaube, die sind wir gleich. Wobei, ich glaube tatsächlich... Wie Projektilschaden macht der? 28. Ja, ich finde die angenehm. Finde ich besser. Schade, dass man die nicht alle mitnehmen kann. Ist ärgerlich. Tatsächlich. Aber sehr cool. Sehr, sehr cool. Also an sich. Alter! Du bist ein Gegner. What the fuck? Erzähl mal noch, was passiert, wenn man stirbt. Ach, guck mal, die teilen sich. Alles klar. Ich habe eine Puppe gefunden. Und ich habe ein neues Level erreicht. Und Destroyer 1. Okay. Der Baller ja mal das alles durch. Ne, ihr seht ja, hier sind immer deutlich mehr Gegner. Okay, bessere Hose scheinbar. Kritische Chance und kritische Schaden, auch nicht verkehrt. Ja, okay. Gehen wir jetzt noch zum Sterben. Was passiert, wenn wir sterben? Hab ich auch lieb. Ja, er hat erstmal eine Weile gebraucht, bevor er mich realisiert hat. Na gut, dann halt so. Ach verdammt. Du hast dich tödlich verletzt. 34 Gesamtpunktzahl, alles klar. Genau, jetzt haben wir also im Prinzip nichts damit bekommen, ne? Was ist, wenn ich jetzt mit ihm einfach nochmal spiele? Die ganzen Kristalle und so weiter. Die haben wir nicht behalten. Also wir haben im Prinzip alles verloren, ne? Beschieß mich halt einfach, wenn ich rauskomme. Ja, ist halt roguelike, bin ich jetzt halt nicht so der extreme Freund davon, ne? Ich muss warten auf deine Befehle. Oh, lol. Okay. Ja, gut, meine lieben Freunde. Würde ich sagen, das war's gewesen im Angespiel zu Raisin Rough 2. Danke fürs Zusehen. Wer es Interesse hat, wie gesagt, auf Steam kann man sich's kaufen. Für ein paar Euronen. Und dann sehen wir uns im nächsten Angespiel wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.